Yo Leute, willkommen zu einer nächsten Folge Let's Play Smite. In der letzten Folge haben wir eine Arena-Runde gehabt mit einem Gast. Ich denke mal, wir bleiben jetzt erstmal bei der Arena. Weil ich habe hier noch nicht den First Win of the Day. Den könnten wir uns ja mal eben noch holen. Ja, wie ihr seht, bin ich jetzt auch schon fast Rang 11. Und ja. Ich finde, man levelt auf jeden Fall sehr langsam in dem Spiel hier. Ich spiele eigentlich schon recht aktiv und viel. Aber das kommt bestimmt noch. Jetzt spielen wir eine Runde mit Artemis. Ich spiele Artemis echt sehr gerne, also ich finde die super geil. Ja, übrigens, der Livestream von mir, der wird im Moment ein wenig bearbeitet auch. Deswegen kommen auch jetzt erstmal weniger Videos, weil da finde ich zurzeit nicht so die Zeit für. Ja, ich denke mal, das ist aber nicht weiter schlimm. Da, wir das ja auch so noch auf die Reihe kriegen, dass ich da trotzdem ein, zwei Videos am Tag bringe. Gut, jetzt spielt Anu, Artemis, Ra, Zeus, Freya gegen Hades, Vulkan, Thor, Freya und Jimir. Ich hatte für eine kleine Runde mit Thor, wo ich ihn gerade sehe. Ich muss echt sagen, mit dem, ja, ich habe was gerissen mit ihm, aber es war jetzt nicht so, dass ich davon so begeistert war. Irgendwie ein sehr schwieriger Gott. Ja, ich fange immer am Anfang an mit den Vario-Tabbies und den Exeggiator und zwei HP-Pots. ist für mich eigentlich die beste Zusammenstellung. In meinen Augen. Für den Anfang. Ja, und dann gehe ich nach denen auf auf A. Also Augen auf irgendwas. Eye auf Retardation, genau. Um ein bisschen Lifesteal zu kriegen. Ist auch nicht so schlecht. Gerade für Arena oder Domination ist das eigentlich ganz cool. Dann klappt das schon eigentlich soweit. Quatsch, Quatsch. Oh, was ist das denn? Voll die Gulaschkanonen. Level up! Mist! An enemy has left the game. So. Die Fallen sind natürlich auch ein geiles Feature von Artemis. Die kann man, zum Beispiel auf Conquest in irgendwelche Lanes oder in Jungle legen. Und dann werden die auf der Karte, ich kann es dir aber vielleicht mal gleich zeigen, wenn ich ein bisschen Zeit finde. Die decken sozusagen die Karten auf. Also die kannst du da einfach hinlegen, die decken dann den Bereich auf. Ich glaube, ich weiß gar nicht, 100 Meter sind das, glaube ich. Ne, 70. Und die kannst du dann einfach da hinstellen und dann, wenn da einer reintritt, wird der erstmal noch, also ich falle jetzt Schaden, er ist gestunt. Auch sehr geil für ein Finish mit Vanquish Assault. Da kann man dann ganz einfach den mal so schnell runterputzen, auf gut Deutsch.
Und dann, ja, es passt eigentlich schon alles. Oder wofür die Fallen auch sehr gut sind, wenn man beispielsweise verfolgt wird. Wie in der Ebenenszene. Und dann, der hinter dir herrennt, kannst du dann einfach, ganz einfach, die Falle legen. Und dann geht das rucki-zucki, dann ist er drin und du hast ein bisschen Zeit rausgezögert. Dafür ist allerdings auch die 3 gut. Die schießt man halt einfach hinter sich so. Und dann wird der Gegner, der da reintritt, also den man trifft, der wird damit langsamer. Also slow, also ja, langsamer halt. Und ja, das hat dann auch manchmal Vorteile auf jeden Fall. Das passt schon eigentlich alles. Ich werde jetzt aber versuchen in den nächsten Tagen ein bisschen. So, jetzt haben wir es gerade gesehen mit meiner Falle. Der hat Schaden von der Falle gekriegt und inklusive auch noch meinen Schaden. So, erstmal hier einen Pott reinschmeißen. Aua. So, jetzt kann ich das bestimmt gut demonstrieren. Ich leg jetzt hier eine Falle. Ah ja, wäre fast reingelaufen, okay. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich muss mich jetzt erstmal hier wieder healen. Nach dem A kaufe ich gerne Rage. Für mehr Physical Power, Attack Speed und Crit. Eine super Item. Ist in meinen Augen eigentlich der besten. Mal eben den Tower zerstören. Jetzt mal eine Ulti rausholen. Ah, damit habe ich jetzt meine Leute gerettet. Wobei uns jetzt wahrscheinlich Hades erstmal voll einen wegwirkt, genau. Oh, das ganze Team ist down. Oh ne, doch nicht. Ich werde jetzt erstmal hier so ein paar Buffs holen. Lass mal hier die Minions aufhalten. Und dann erstmal hier so einen schönen Buff holen. Stirb! So. Der bringt uns nämlich Physical und Magical Damage plus 20%. Autsch, was war das denn jetzt? Okay, das war hier diese Freya. Die habe ich heute schon öfters am Tag vor der Linse gehabt. Leider. Mit der habe ich es noch nicht so ganz. Schade, hätte meiner sein können. Haltet doch die Minions auf! Mann, Mann, Mann. Da seht ihr jetzt, ist das Tor in meiner Falle getappt und damit habe ich mein Leben gerettet. Das ist auf jeden Fall eine super, Skill. Na, jetzt versuche ich nach und nach die Items auf voll Level zu kriegen. Und dann passt das schon gleich. Ihr werdet sehen, nach einer Zeit, da kloppe ich einfach nur noch ultimativ Damage rein. Der Anfang ist natürlich schwer. Und gerade er hier mit seiner Gulaschkanone ewig, das ist auch echt nervig. Ja, toll. Das war natürlich jetzt super Fail mit meiner Ulti. War klar, dass Thor neben mir kommt. Autsch. Ah, verdammt.
Oh, das war fies hier, ey, Alter. Ah, schade, ich kriege einfach keinen Kill, ich habe einfach noch nicht genug Attack Speed. Ah, da hat Thor seinen Kameraden gerettet. Nice, nice. Good job. Ich hole mir das mal wieder einen Jungle Buff, wenn wir jetzt hier nicht gerade zu viel verfolgt werden. Oder vielleicht auch zwei. So. Und dann gehen wir mal eben schnell back to base. Und dann würde ich mal sagen, machen wir erstmal die Stiefel voll. Da reicht es noch nicht ganz. Jetzt aber. Ja. Und dann gucken wir mal, ob wir jetzt hier was gerissen kriegen. Na, siehst du. Fängt es jetzt an. Wow. Jawohl. Ja, das war klar, dass natürlich Thor wieder nach mir gekommen ist. Jetzt könnte ich das gut demonstrieren. Zack, fang und zack. Das hat mir wahrscheinlich mein Leben gerettet. Also wirklich super geil. Jetzt müssten wir auch genug Geld haben, um den. Ja. Ja, so läuft das, meine Lieben. Eine ganz tückige Geschichte hier. Würde ich mal sagen, wir werden jetzt selten die Minions mal klar machen. So. Das finde ich jetzt gut als Rage Gott. Entschuldigung. Dann kann ich die Kanonen da gut wegholen. Aua, aua, aua. Help, help, help. Okay, Zeus hat mir aus der Klemme geholfen. Jetzt sind meine Buffs abgelaufen. Ich würde sagen, direkt mal die neuen holen. Mana Buff ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, ich finde, auf Arena ist es auf jeden Fall recht wichtig, hier die Buffs mitzunehmen. Und dann lassen sie schon da über die Minions durch. Ah, natürlich nichts getroffen. Können wir noch versuchen, hier noch Hades wegzuholen. Vulkan vielleicht noch. Immer schön auf Tor.
Na, natürlich ist Thor eine Pussy und rettet sich mit seiner Ulti. Was auch sonst? Au, au, au. So, und als nächstes kaufe ich mir eigentlich immer hier das, einen Moment, genau, den Todbringer. Und dann als letztes das Odins Blade heißt es, glaube ich. Oh, Vulcano ist schon gar nicht mehr down zu bekommen. So. Todbringer einmal holen. Ah, ich denke mal, die Runde wird auf jeden Fall ans gegnerische Team gehen. Einfach zu starke Götter drin. Ah, kam nicht mehr raus. Meine Ulti habe ich natürlich jetzt auch schön umsonst verquarzt. Mal eben die Minions hier aufhalten. Na, das war natürlich sowas von typisch. Schade. Schade, schade. Sorry, ich muss da niesen. Hoffentlich schauen wir uns jetzt mal hier den Thor weg. Ah, dann kommt er mit seinen 20 HP. Oi. Schade, schade. Oh, einen schönen Double Kill abgesahnt.
Ja, ich denke mal, bei diesem Stand wird es jetzt bleiben. Jetzt einmal hier den Todbringer voll holen und dann denke ich mal, werden wir auch nicht mehr so viel Action hier sehen. Sag ich ja. Gut, ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Das ganze Match haben wir trotzdem ein paar Kills gemacht auf jeden Fall. Ja, 5 zu 7 ist zwar negativ, aber ich würde sagen, ist schon okay. Dann bedanke ich mich fürs Einschalten und würde ich sagen, bis zur nächsten Folge.